Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI-Konsolen-Mission. Ich muss mich gerade mal ein bisschen räuspern, deshalb. Und ich habe jetzt seit einer Woche wieder mal wieder nicht gespielt, bin jetzt am Sonntagabend wieder hier und beim letzten Mal haben wir hier die zweite Konsolen-Mission hinter uns gebracht. Und die gingen noch, die ersten beiden. Ich habe gehört, dass die nächste Mission ein bisschen schwieriger werden sollen. Bin ich mal gespannt. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, springen wir direkt in die dritte Mission. In dieser Mission ist das Geld knapp. Übernehmen Sie die Nord-Basis im Westen und nutzen Sie Ihre Ressourcen. Zerstören Sie anschließend die Nord-Hauptbasis im Süden. Stellen Sie sicher, dass alle Nord-Streitkräfte vernichtet werden. Okay. Knappe Kohle. Das heißt für mich, Panzer bauen. Einfach nur. Genau, liebe Leute. Okay, Leute, da bin ich mich mal gespannt. Ach du Scheiße. Ein Mammut. Wie geil. So, wir müssen eine Basis im Westen erobern. Da kommt noch ein Mammut. Oder was? Ja? Ist der gerade verbuggt? Wartet mal, ich schatte das mal neu. Da sollte normalerweise noch ein Mammut rauskommen. Glaube ich zumindest. Also denke ich mal, wenn da zweimal Verstärkung kommt. So, die Nordbasis im Westen. Groß ist die Karte nicht. So, kommst du jetzt raus da oben? Ja, das war... Das war ein Bauhof. Das war gar kein Mammut, das war ein Bauhof. Der sogar, essentiell für die Mission ist. Da blieb der da oben in der Ecke, das ist ja wohl nicht zu fassen, ey. Wieder so ein komischer Bug. So eine Nordbasis im Westen, haben die gesagt. Ah, okay. Oh Mann. Wenn der aber Geschütztürme hat. Gut, mache ich das mit den Manneken. Oh nein, das ist glaube ich die... Ist das schon... Nee, das ist eine westliche Basis. So. Bauhof, komm mal mit hier rein. Ach du Scheiße! Ach du Kacke. So, Leute. Da ist eine Geldkiste. Schaut euch das an, Leute. Da ist eine Geldkiste. Oh, ein Gummipanzer, okay. Den kriegen wir aber kaputt. So, das Ding müssen, die Dinger müssen wir jetzt hier erobern, okay. Oh Mann. Nein, nicht auf den Sammler ballern. Den Sammler krieg ich gleich, Leute. Oh Mann. Scheiß Raketenmanniken. Ah. Ich glaube, das habe ich gerade ein bisschen verkackt, kann das sein? Verdammt, Leute, das habe ich gerade ein bisschen minimal verkackt. Glaube ich, ja. Gut, Kaserne bitte. Wobei, vielleicht kriege ich das noch hin, wer weiß. Vielleicht kriege ich das sogar noch hin hier. Bau mal bitte zwei Invasoren. So. Ja, das ist jetzt gerade nicht so wild, glaube ich, dass der da... So, dann baue ich mit... Ah. Jetzt habe ich nämlich keine Kohle mehr, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, ne? So, dann bauen wir bitte ganz viele Schützen. So, Leute. Seht ihr das? Wir brauchen schon wieder Silos. Und einfach drüber fahren, da los! Mach den kaputt! Los! Boah, der Sammler. Hey, Turm. Wenn der Bauhof kaputt geht, dann habe ich verkackt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Shit! Okay, ich hab's verkackt. Scheiße. War klar, dass ich den erst das zweite Mal nochmal fehle. Aber so geht's, Leute, so geht's. Und
Ja, wir müssen es einfach hier durcherobern, ne? Okay. Aber schwer ist das nicht. Leute, so schwer ist es nicht. Wirklich nicht. Ist noch machbar. So, da kommt jetzt auch der Bauhof wieder schön raus. Sehr gut. Und da würde ich sagen, holen wir uns mal diese Notbasis hier. Da ist das Tiberium. Okay. Gut, Leute. Dann... Macht euch nicht gegenseitig platt, ja? So, lasst es einfach die Panzer machen. So. So. Liebe Leute, alles klar. Und dann schön die Geschütztürme hier platt machen. Sehr gut. Haha, sehr gut, Leute. Dann hole ich mir jetzt die Geldkiste. Diese Raketenmaniken hier, so. Und jetzt auf den Gummipanzer. Genau, Leute. So machen wir das. So macht man das. Und genau, dann stelle ich meinen Bauhof hier oben ab. Ah, jetzt hör doch auf. Ja, natürlich. Boom, ey. Ach, hört doch auf. Hör doch auf, ey. So, Leute, dann. Kaserne schnell bauen. Ja, das schaffe ich nicht. Scheiße, Leute, das schaffe ich nicht. Aber nicht schlimm. Oh Mann. So, Leute. Gut, dann habe ich jetzt die drei Maniken. Damit denen kann ich dann hier unten die Türme platt machen. Ja, es geht direkt actiongeladen los hier. Und dann hier, bam. So. So, jetzt kriege ich die Türme auch kaputt. Ganz genau. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott. Und lass den Sammler bitte in Ruhe, weil den brauche ich. Lass den Sammler einfach in Ruhe. Und hier rein, los. Rein, 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 rein. Und den Hubschrauber brauche ich vielleicht auch noch, ne? Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, ob ich die Hubschrauber noch brauche. Mach auf jeden Fall erstmal diese Flak da im Arsch. So, dann hole ich mir jetzt die Kohle hier unten. Und wo fährst du hin, bitte? Genau, schon besser. So, liebe Leute, da habe ich jetzt einiges an Kohle. Und, ja, kommt, ich nehme mir einfach mal diesen Hubschrauber. So. Und mach das ganze Ding, mach die ganzen Dinger mal im Arsch. So. Wo ist Kraftwerk? Wehe, der kommt jetzt hier oben angeschissen, ne? Wehe, der kommt jetzt hier angeschissen. Nimm dir mal diesen Hubschrauber, ich weiß ja nicht. Ja. Und bam, so. Sehr schön, Leute, dann haben wir die Basis. Wunderbar, sehr gut. Und, ja. Liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei Command & Conquer Remaster. Und, ja, wie wir jetzt hier einfach weiter ja, uns hier aufbauen und die dritte Konsolenmission uns mal anschauen. Ne? Das ist ja wirklich interessant. Okay. Ich hoffe mal, der lässt uns jetzt hier in Ruhe. Und der nervt uns jetzt nicht hier die ganze Zeit wieder, weil das wäre blöd. Das wäre echt blöd, muss ich sagen. Aber für den Moment sieht das doch ganz gut aus. Ja, Leute, an diesem Sonntagabend nehme ich das auf. Wir haben den 2. Mai. Gerade hat die Ausgangssperre angefangen bei uns. Und, ja, was soll man noch zu sagen? Ausgangssperre. ja. Aber ich glaube, meine Meinung dazu habe ich in der vorletzten Folge schon gut getan. Ja. So, hier sind auf jeden Fall die Ressourcen begrenzt, haben die gesagt, ne? Nutzen Sie Ihre Ressourcen. Zerstören Sie anschließend die Notbasis im Süden. Stellen Sie sicher, dass alle Notstreitkräfte vernichtet werden. Also keine Geldverschwendung hier. Okay, gut. Das heißt, ich baue hier nach nur noch ein Radar. Und repariere jetzt mal diesen Hubschrauber. Ich weiß ja nicht, ob ich den noch brauche. Ja. So wird es natürlich mal Geldverschwendung. Ja. Was zur... Ah, das war klar. Okay, aber das sind nur Flammenwerfer, das ist nicht schlimm.
So. Und dann... Ah, das war klar, dass der jetzt hier ankommt, ne? Mit dem Gummipanzer auch noch. So, dann macht ihr das bitte im Arsch. So. So, kann ich Raketentürme bauen? Kann ich. Sehr gut. Okay, Leute, dann mache ich das doch einfach mal. So, weil die werde ich brauchen. Ich würde den einen zumindest mal hier oben... Was zur Hölle? Die... Oh, das war so klar, ne? Ja gut, komm, dann... Dann schießt direkt da unten drauf da los. Oh Mann, Leute. Ich wusste, dass der wieder angeschissen kommt hier. Ich wusste es einfach. Ach Mann, Leute, da kriege ich schon wieder einen Schluck auf. Ja. Und bam, weg mit dem scheiß Motorrad. So, da kommt der Gummipanzer. Oh Gott. Um Gottes Willen, ja danke. Arschloch. Arschloch, echt. So, Leute. Dann repariert euch mal und dann werde ich ab jetzt nur noch Kampfpanzer bauen. Beziehungsweise einen Jeep. Ich würde ganz gerne die Karte erkunden. Ob hier das Geld wirklich so knapp ist. Ja, wobei, wenn die das sagen, dann wird das wohl so sein. Scheiße, Leute. Wie gesagt, dann baue ich jetzt nur noch diesen einen Turm hier hin. Oh, Flachs. Okay. Da sind Flachs. Aha. Wartet mal, ich speichere das mal lieber. Mission 3 Konsole. Und, ja. Dann schauen wir uns mal weiter hier um, ne? Ach du Scheiße. Okay. Ich will keinen Stress machen. Ah, schaut mal da, Leute. Da kann ich mir Tiberium klauen, da. Haha, da kann ich mir Tiberium klauen. So, dann nehme ich gleich diesen Sammler da oben. Und klau mir dann von hier vorne die Kohle, ja. Das ist ein guter Plan. Ja, das Geld ist knapp, sagen die. Ah, okay. Ja, wobei, so knapp ist das doch hier gar nicht. So. So wie ich das jetzt hier sehe. Ach du Scheiße. Lass mich bloß in Ruhe mit deinem Wüstenbuggy. Ich will keinen Stress machen und die Uhr da oben ist wieder kaputt. Was war das? Was war das? Habt ihr es gesehen? Da war ein Schatten. Wartet mal, ich stelle mal gerade meine Uhr ein. So, 12 Uhr. Ach. 12 Uhr, sage ich schon. 12 Minuten. Und was macht dieser Sammler? Geh bitte da hoch. Da oben ist auch noch was. Schau euch das an. So knapp ist die Kohle hier gar nicht, finde ich. Ist hier ein Durchgang? Hier ist tatsächlich ein Durchgang, ne? Höchst interessant, muss ich sagen. So, soll ich hier tatsächlich nur auf Kampfpanzer gehen oder eher nur auf Mammuts? Ich weiß es nicht, also so knapp ist das Geld hier gar nicht. Ah, also... Was ist das denn für ein Vieh da oben, ey? Ich habe hier wieder Kleintierbesuch. Oh Mann, okay. Was zur Hölle? Jetzt machen die das Dorf da im Arsch. Hä? Ja, mach du nur meine Silos platt. Du Penner, ey. So. Was zur... schießen die einfach das Dorf kaputt. Keine Ahnung, ne? Was das wieder sollte da. So, wo ist mein Erkundungstrupp da? Okay. Leute, da habe ich wieder einen Tarnpanzer gehört. Okay. Oh, scheiße. Ja, okay. Gut. Allerdings wartet mal. Ich hätte gern noch einen dritten Sammler. Ich glaube, man kann hier nicht schnell genug sein mit dem Kohle abernten. So, wartet mal. Die stelle ich mal hier oben hin. So, ich habe hier abgesichert, Kollege. So, dann lass die mal fertig reparieren. Ja, zack, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Okay, dann habe ich jetzt hier meine kleine Mini-Armee.
Und ich würde sagen, ja, ich mache das in dieser Mission. What? In dieser Mission mache ich das tatsächlich halbe-halbe, liebe Leute. Heißt, Hälfte Kampfpanzer, Hälfte Mammuts. So. Das zähle ich natürlich dann wieder genau ab, ne? Ist klar. Weil das muss immer so sein bei mir. Ich habe immer gerne eine Struktur da drin. Und ja, der Sammler, der sammelt dem Noddy schön die Kohle weg. Und ich würde ihm jetzt eigentlich zu gerne seinen Sammler kaputt schießen. Wartet mal. Speichert das mal. So, aber warum habe ich denn das hier noch gar nicht repariert? So, repariere es doch mal. Was will ich mit diesem Hubschrauber? Leute, was will ich mit diesem Hubschrauber? So, drauf da, los. Dann drauf da. So, Orcas werde ich in dieser Mission nicht bauen. Weil wenn die sagen, dass die Kohle knapp ist, dann glaube ich denen das auch. Und, ja. Fokussiere ich mich lieber auf seine Sammler, ganz ehrlich. So. Dann fahr da doch einfach drüber, mein Gott. So. Vor allem die hier unten. Überfahren, überfahren, überfahren. Sehr schön. Und auf den Sammler platt machen, los. Den Sammler platt machen. Okay, gut. Wie gesagt, also so knapp ist die Kohle hier gar nicht. Mach den platt, los. Ich glaube, ich kann es mir sogar leisten, hier Orcas zu bauen. Ja, bam, los. Mach die Gummipanzer platt. Los. Jawohl, Leute, sehr gut. Sehr schön. Und auch diesen da. So. Wunderbar, ich glaube, dann habe ich die Kohlefelder für mich. Sehr schön, liebe Leute. Das klappt doch echt gut, muss ich sagen. Wisst ihr was? Ich brauche nur Mammuts, kommt. 10 Mammuts einfach. Einfach so. Dann ziehe ich den mal wieder zurück. Und ziehe dafür die beiden hier hin. So. Also wie gesagt, also so knapp ist die Kohle gar nicht. Wartet mal, ich hole mir mal noch einen Jeep. So. Wird gebaut. Und dann mache ich hier jetzt die 10. So. Wie gesagt, Leute, also so knapp ist die Kohle hier gar nicht. Ich hab das schlimmer erwartet. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber gut, ich bin gespannt, wie das sich das jetzt hier noch weiterentwickelt. Aber wieder diese stylische Mucke. Diese stylische Mucke wieder. Und ja, wie gesagt, Leute, dritte Konsolenmission tatsächlich. So, schieß bitte auf den Gummipanzer. So. Hier ist nämlich auch noch ein Weg. Schaut mal da, Leute. Hier ist auch noch ein Weg. Oh mein Gott. Ach, da war wieder mein... Ist wieder mein Screen ausgegangen. Aha. Es gibt zwei Eingänge. Okay, es gibt also zwei Eingänge zu dieser Basis. Okay. Was steht da? Ein Jeep oder so. Dann mach den einfach platt. Ach, drüben läuft der Mucke. Im Wohnzimmer. Sehr gut. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Ach, ein Flammenpanzer steht da. Na, fahr da drüber, kommt. So, flatsch hier. Mach den Knochenbrecher-Buff. Und, ja, liebe Leute. Dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht in der aktuellen Situation. Ich kann es mir vorstellen, dass es nicht für jeden ganz so leicht ist im Moment. Für mich ist es auch nicht so leicht, muss ich sagen. Man hat hier im Moment nichts anderes mehr außer Arbeit, ne? Das ist irgendwie ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber, naja. Ich hoffe halt immer noch, dass der ganze Scheiß bald mal vorbei ist. Und man mal wieder vernünftig leben kann hier. Das ist ja wohl nicht mehr feierlich. Wenn man nur noch arbeiten darf. Oh Mann. Aber ja, kriegen wir schon hin. So Leute, da haben wir eine Kirche.
Da ist Geld drin. Geil. Da ist Geld drin. Gefühlt das erste Mal, was ich bei den GDIs Kohle kriege, wenn ich eine Kirche platt mache. Da zahlen die also doch Kirchensteuer. Okay. Was haben wir hier? Warum leuchtet da jetzt was? Warum? In diesen Hubschrauber muss ich da Manneken hinschicken. Oder was? Was muss ich da machen, Leute? Was muss ich machen? Wartet mal. Nein, 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 nein. Ach, stopp. Ich will jetzt meine Kohle nicht dafür verschwenden. Warum ist das jetzt hier gerade aufgeploppt? Konstruktion fertig. Ich nehme jetzt einfach meine Mammutpanzerarmee und roll da drüber. Ich meine, schau dich das an. Schau ich das an. Die kann ich ja in Ruhe hier oben sammeln, alle. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Zerstören sie anschließend die Nordhauptbasis. Ja. Ist der Weg hier vielleicht gar nicht gesichert? Geldmittel unzureichend. Kann das sein? Ist der Weg da vielleicht gar nicht gesichert? Wartet mal, ich probiere mal was. Gestoppt. Baue mal einen Invasor. Und dann versuche ich das mal gleich mal ein bisschen zu erkunden da unten. Konstruktion. Aber vorher speichere ich das mal. Damit mir hier der Fortschritt nicht hops geht hier. So, Leute. Wie gesagt, vielleicht ist ja der Weg hier unten gar nicht gesichert. Wer weiß. Oder? So, Invasor, was gibt's hier? Tatsächlich, Leute. Oh mein Gott! Ah. Ich kann dem die Energie klauen. Ja, das mache ich dann natürlich. Ne? Ist klar, dann mache ich das. Dann kann ich dem die Energie klauen. Oh, bitte zwei Raxiros. Und noch ein Invasor, bitte. Ich kann dem die Energie klauen. So, dann mache ich das doch einfach mal. Damit er nicht da seine Obelisken hat, ne? Ah, das ist natürlich ein guter Plan. So, dann würde ich sagen, versuchen wir das mal. Ob ich dem hier seine Energie weggenommen kriege. Wow! Oh shit, oh shit. Okay. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, wie geil. Ha! Ja, danke. Oh nein. Ja gut, dann versuch heimzukommen. Fuck. Der Hubschrauber ist weg. Na, ich habe ihm zumindest eine Energie weggenommen. Ich habe ihm zumindest eine Energie weggenommen. Ich meine, es ist besser als nix. Muss ich sagen. So. Ja, lass den kommen. Lass den angeschissen kommen. Hat er eh keine Chance. Ach du Scheiße, okay. Zwei Tarnpanzereinheiten. Interessant, Leute. Ah, er hat's nach. Der Sack hat's nachgebaut. Das wäre natürlich ein geiles Schlupfloch, um den hier außer Gefecht zu kriegen, ne? Aber ich speichere da trotzdem mal, Leute. So. Wie gesagt, währenddessen baue ich hier einfach meine Mammutpanzerarmee weiter auf. Ja, ich denke, das ist die effektivste Methode hier, wie wir jetzt hier den Gegner platt kriegen. So. Einfach echt die Mammutpanzer bauen hier. So, liebe Leute, dann sammel du noch hier unten das weg. Und dann klingelt auch schon meine Uhr. Das heißt, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.